Liebe Leserinnen und Leser, liebe Literaturinteressierte, liebe Freundinnen und Freunde des Literaturhauses Heilbronn, seit gestern ist der Debütroman von Jörge Margenau, Die kanadische Nacht, erschienen bei Glättkotta im Buchhandel erhältlich. Als wir, Herr Margenau und ich, den Termin im Herbst für die heutige Buchpremiere vereinbart hatten, hatten wir gehofft, wir könnten die Lesung hier vor Ort mit Publikum machen. Das werden wir, wenn es pandemiebedingt möglich ist, nun am Sonntag, den 16. Mai, nachholen in meiner Reihe Debüt am See. Gleichwohl, liebe Leserinnen und Leser, wollen wir nicht so lange warten und Ihnen schon heute einen kurzen Einblick in seinen Debütroman Die kanadische Nacht geben. Schön, Herr Margenau, dass Sie von Tübingen aus uns zugeschaltet sind. Doch bevor Jörg Margenau eine kurze Passage aus seinem Roman liest und wir uns im Anschluss noch kurz unterhalten, darf ich ihn vorstellen. Jörg Margenau ist Jahrgang 1961. Er ist in Ludwigsburg geboren und aufgewachsen. Er hat in Berlin Philosophie und Germanistik studiert und er ist seit vielen Jahren als Literaturkritiker in den bekanntesten deutschen Feuilletons präsent und hat sich einen Namen weit über die Gazetten hinausgemacht. Er ist unter anderem natürlich auch in vielen Radiosendungen zu hören. Von Jörg Margenau stammen Biografien über Christa Wolf, Martin Walser, über die Brüder Ernst und Friedrich Georg Jünger. Er hat über das legendäre Treffen der Gruppe 47 in Princeton 1966 geschrieben und er hat ein ebenso lehrreiches und unterhaltendes Buch über Bestseller geschrieben. Die kanadische Nacht ist sein Debüt, sein Erzähldebüt. Es ist, so viel darf ich verraten, ein Roman über eine Vater-Sohn-Beziehung, ein Roman über die Liebe, ein Roman über das Abschiednehmen und den Neuanfang, aber auch ein Roman über Künstler und nicht zuletzt, wie ich finde, auch ein sehr gelungener Roman über die Sprache. Lieber Margenau, schön, dass Sie zu dieser Premiere uns zugeschaltet sind. Ja, wenn Sie kurz lesen, dann können wir uns noch so ein bisschen dem Roman nähern und uns tatsächlich schon auf den 16. Mai ein bisschen einswingen geradezu. Der Roman ist ja, ich habe es gerade gesagt, auch ein sehr sprachmächtiger Roman, auch reflektierend und trotzdem sehr erzählend und die Zwischentöne vernehmend und auch deutlich machend. Wenn Sie uns einen Einblick geben, dann können wir uns im Anschluss noch gerne ein bisschen unterhalten, ohne jetzt den Roman dann in seinen Handlungsgängen vorwegzunehmen und zu viel zu spoilern. Vielleicht einfach jetzt so einen kurzen Einblick, wie ist der Ton des Romans? Dann lese ich, um nicht so viel zu spoilern, vom Anfang, nicht ganz den Anfang, aber so relativ weit vorne eine Passage, wo die Fäden so ein bisschen ausgerollt werden. Am selben Tag erreichte mich die Nachricht aus Kanada. Alter Vater sei in seinem Haus auf der Treppe gestürzt, ins Krankenhaus gebracht, dann aber wieder entlassen worden. Oder vielmehr habe er sich selbst entlassen, weil er es nicht ertrug und nie ertragen hatte, krank in einem Bett neben fremden Menschen zu liegen. Nichts war ihm je so zuwider wie Hilflosigkeit. Ein paar Tage später sei er jedoch erneut eingeliefert worden, weil er nicht mehr aufstehen und sich kaum noch bewegen konnte. Er habe keinen Lebenswillen mehr und habe aufgehört zu essen und zu trinken. Die Steuerberaterin meines Vaters und meiner Stiefmutter, die sich dort seit Jahren um alle Belange der beiden Alten kümmerte, hatte mich übers Internet ausfindig machen müssen, weil er ihr eine unbrauchbare Mailadresse gegeben hatte, ein paar hingekritzelte Buchstaben, die nichts bedeuteten. Seltsam vertraut duzte mich die Unbekannte, als wären wir Teil einer Familie, die sich um den Vater versammelt. 2 Wochen zuvor sei er noch mit dem Auto zum Einkaufen gefahren und habe am Abend den Hund ausgeführt. Der Zusammenbruch sei nicht absehbar, seine Frau immer die gefährdetere gewesen. Es kann schon sein, dass er sich wieder erholt, meinte die Steuerberaterin, was ich dankbar aufnahm, weil ich mich nicht auf den weiten Weg machen wollte. Wenn er nur will, fügte sie hinzu. Also beschloss ich abzuwarten. Warum sollte ich ausgerechnet jetzt zu ihm reisen, wo ich ihn noch nie besucht
und er mich in 3 Jahrzehnten nur einmal eingeladen und dann gleich wieder ausgeladen hatte, nachdem seine Frau womöglich angesichts des bevorstehenden Besuchs in Depressionen verfallen war. Kanada war ein vollkommen fiktives Land für mich, ein großer Fleck auf der Landkarte. Und irgendwo in British Columbia gab es einen Punkt an der Stelle, wo mein Vater lebte, einen Punkt, den ich mir auf Google Maps genauer anschaute. Auf die Idee war ich in all den Jahren zuvor nie gekommen. Es hatte mich nie interessiert, wie es dort aussieht. A, meine Liebste, mein Mensch, meine Frau, die eine enge Beziehung zu ihren Eltern unterhält und sich deshalb meine Vaterferne gar nicht vorstellen konnte, hatte mich schon kurz nachdem sie so überraschend und unerwartet wie jede Liebe in mein Leben trat, ermuntert, endlich zu ihm zu fahren, bevor es zu spät wäre und falls er davon nichts wissen wolle, einfach unangemeldet dort zu erscheinen, wenigstens für einen Kaffee oder einen kleinen wortlosen Spaziergang, ganz egal. Dann würde ich mir zumindest nicht vorwerfen müssen, etwas versäumt zu haben. Aber ich wollte nicht. Es hatte mich nie zu ihm gezogen. Er war mir so fremd wie fern. Warum einen Sterbenden aufsuchen, wenn man sich das ganze Leben lang verpasst hat? All die vermeintlichen Dringlichkeiten des Lebens drängten sich vor. Auf dem Schreibtisch häufte sich die Arbeit. Die Osterferien im Sommerhaus in der Uckermark hatten gerade begonnen. Bald würde auch A ankommen. Ich freute mich auf eine Woche nur mit ihr, ohne Verpflichtungen, eine Woche, in der wir sehr viel lesen, reden und zwischendurch zum See gehen würden. Eine Woche aus Liebe, Landschaft und Lektüren, so stellte ich es mir vor, wie wir sie viel zu selten hatten. Zugleich steckte mir das sogenannte Veto der Malerin in den Knochen, auch wenn ich vorsichtig hoffte, dass das nicht ihr letztes Wort gewesen sein würde. Ich trauerte um all die schönen Geschichten der Biografie, um das darin festgehaltene Leben, um die eigene Lebenszeit. Der Vater in Kanada fügte sich in diese Stimmung ein. So vergingen Tage, kostbare Zeit. Und ich weiß noch, dass ich am Fenster stand und über den Acker schaute, auf dem sich die Kraniche der passenden Uhrzeit die Bitte meines Vaters übermittelte, ich möge ihn anrufen. Bei mir war es Abend, bei ihm Vormittag. Man hatte ihn gewaschen und versorgt. Ich hörte Türen klappern und die Schritte der Krankenschwester, die leise zu ihm sagte: It's your son. Während sie, so stellte ich es mir vor, sich dem Bett näherte und ihm den Apparat in die Hand drückte, in den er mit schwerer Zunge und allerletzter Kraft hauchte: Danke, dass du anrufst. Kannst du kommen? Dann, nach einer schier endlosen Atempause: Du kannst mich doch hier nicht so liegen lassen. Als ich ihm zuzureden versuchte, er werde doch bestimmt bald wieder auf die Beine kommen und Sätze sagte, die man so sagt als einer, der nichts begreift, antwortete er mit einem röchelnden Laut und mit den mühsam geformten Worten: Ich bin Arzt, ich weiß, wann es vorbei ist. Sein breites Schwäbisch irritierte mich. Es war in der Fremde noch viel breiter geworden, als wäre die ferne Heimat dort zu einer Macht herangewachsen, die ihn von innen heraus besetzte. Oder es war die Todesnähe, die ihn zurückwarf an den Ursprung, der immer dort ist, wo wir einmal zu sprechen begonnen haben. Die Muttersprache saugen wir mit der Muttermilch ein und lauschen ihr schon im Mutterleib die ersten Laute, mehr Geschmack, mehr Klang als Wort. Ich hatte ihn eine Ewigkeit nicht gehört. Wir hatten niemals telefoniert. Ich hatte nicht einmal seine Telefonnummer. Und ob er meine besaß, weiß ich nicht. Jahrelang hatte völlige Funkstille zwischen uns geherrscht, eigentlich bis zur Verbreitung des Internets. Denn zu telefonieren wäre uns schon zu intim gewesen. Und so begannen wir uns hin und wieder per Mail auf dem Laufenden zu halten, indem er mir im Winter von der Kälte und der Schneehöhe, im Sommer von Hitze, Waldbränden und Bärenbegegnungen berichtete. Er hatte auf seinen Wanderungen immer ein pressluftbetriebenes Schiffshorn dabei, dessen Tuten die Bären verjagen sollte. Es blieb sich über Jahre in schöner, zyklischer Verlässlichkeit gleich. Einmal kam der Bär sogar in den Garten und plünderte den Kirschbaum. Und da auch ich, Vater, immer nur schrieb, dass es mit der Arbeit voran und mir ganz gut gehe, bestand die zentrale Botschaft unserer Mitteilungen darin, noch vorhanden zu sein. Jetzt, im vorschriftsmäßigen Schneckentempo auf der Route One, fragte ich mich bloß, ob ich ihn noch lebend vorfinden würde. Danke sehr. Bis dahin.
Ja, vielen Dank, lieber Herr Magenau. Es fällt mir schwer, jetzt eigentlich aufzuhören. Ich würde Ihnen gern noch eine Stunde zuhören. Wir haben den eigenen Ton Ihres Romans jetzt gehört. Ich sagte es eingangs, Sie haben Biografien verfasst über Christa Wolf unter anderem, aber natürlich auch über Martin Walser. Und im Zusammenhang mit Martin Walser haben wir uns kennengelernt vor einigen Jahren. Im Roman taucht Martin Walser auch als Ihr oder als literarischer Vater des Erzählers auf, um nicht zu sagen als Ihr literarischer Vater auf. Martin Walser ist ja ein bekannter und begnadeter Selbstentblößungs- und Selbstverbergungsvirtuose. Als Biograf versetzen Sie sich ja zwangsläufig in fremde Leben. Unterscheidet sich das literarische Schreiben vom biografisch eher literaturwissenschaftlichen Schreiben? Ja und nein, klar. Es ist natürlich was völlig anderes, weil man doch die größere Freiheit hat, dem Lebensstoff gegenüber, den man formen und gestalten kann, wie man will, ohne dass jemand sich beschwert. Eine Biografie andererseits ist natürlich auch etwas Fiktives und deshalb auch nein, es ist gar kein so ein großer Unterschied. Ich bin es gewohnt, über Leben als Stoff zu schreiben als Biograf. Und in diesem Roman, wie er jetzt heißt, geht es ja unter anderem auch genau um diese Frage, wie macht man das eigentlich? Sei es der eigene Vater, den man relativ wenig kennt. Und wenn man dann aber dessen Leben darstellen möchte, merkt man, man weiß doch eine ganze Menge über ihn. Aber ihn als Person zu greifen, ist was ganz Schwieriges. Und das gilt sogar für das eigene Leben, für sich selbst, für den Stoff, auf den man zurückschaut und an den man sich erinnert oder auch nur spärlich erinnert oder versucht, aus den Splittern und kleinen Bildern und Einzelteilen, die man hat, dann doch ein irgendwie sinnvolles Ganzes zu fügen. Und dieses Fügen, das heißt eigentlich erzählen. Und das tut man in der Biografie über jemand Fremdes, genauso wie wenn man mit Lebensmaterial, mit bekannten Dingen, mit Erinnerungen hantiert. Es stellt sich so oder so eine Fiktion her und es geht gar nicht anders. Ich glaube, das wird ein bisschen überschätzt, der Unterschied zwischen dem sachbuchhaften Blick auf die Welt und dem literarischen Blick, weil es doch immer um die Herstellung einer Fiktion geht. Einer Fiktion allerdings, die, wenn es eine Biografie ist, natürlich faktisch hieb- und stichfest sein muss. Und da ist eben die größere Freiheit, wenn man autobiografisches Material zugrunde legt und eigene Erfahrungen, dass man da dann doch freier hantieren kann und das Fiktive auch mit einfließen lassen kann. Die Grenzen sind da fließend und glaube ich aber gar nicht so sehr wichtig. Ja, dann nehmen Sie eigentlich schon meine zweite Frage oder meine zweite Bemerkung vorweg, indem Sie ja im Motto vorwegstellen, neben einem Hölderlin-Zitat auch das bekannte Diktum von Goethe an Eckermann zu seinen Wahlverwandtschaften, wonach jeder Strich in diesem Roman erlebt ist, aber jeder Strich dann gleichzeitig nicht so erlebt, wie er eben als Strich im Roman dann zur Darstellung kommt. Und Sie sagen ja selber, welche Lebensgeschichte, heißt das einmal auch im Text, wäre keine nachträgliche Konstruktion. Sie haben es jetzt auch gerade gesagt, jedes Leben hat auch seine fiktionale Seite und seine Seite auch, wenn Sie die Biografie schreiben oder wenn Sie jetzt autobiografisch schreiben, dann haben Sie eben das autobiografische Material, aber das verfestigt sich ja dann auch oder verfertigt sich dann auch beim Schreiben. Und es verfremdet sich auch. Das ist ja der interessante Effekt, dass wenn sich ein Text herstellt, dass der Text sich aus seiner eigenen Logik heraus dann auch generiert und nach Dingen verlangt, die vielleicht dann doch tatsächlich abweichen von dem, was man erlebt hat. Das fiktionale Schreiben ist deshalb für mich durchaus auch eine Befreiung gewesen, weil es nicht nur das Buch selbst führt ja hinaus in das weite Land nach Kanada und beschreibt diese Reise durch die Berge hin dem sterbenden Vater entgegen und mit der Hoffnung begleitet, er möge noch am Leben sein, es könnte noch zu dieser Begegnung kommen, die so lange Jahrzehnte eigentlich ausblieb, also bevor es fast zu spät ist.
Gleichzeitig ist es ja aber keine Autobiografie, sondern ein Roman. Und es ist auch deshalb ein Roman, weil es um verschiedene Leben geht, nicht um meins. Ich bin eigentlich nicht so sehr wichtig. Ich bin ja nur der Transporteur von Erfahrungen, der Reisende, der Reflektierende. Durch mich läuft das alles hindurch, auch die Landschaft. Also dass das Ich, das erzählende Ich, ist ein Filter, dass die Welt, die Wirklichkeit, die Geschichte, die eigene Geschichte wahrnimmt, aufnimmt, verarbeitet und in diesem Fall durch dieses fremde, ferne Land transportiert, wo die Bären hinter jeder Ecke drohen und die Fremde irgendwie mit Händen zu greifen ist, die Fremde, in der mein Vater sich eingerichtet hat. Und dieses Fremdsein, das Weggehen, das die Heimat verlassen, aber dann doch heimisch werden, da wo man nicht heimisch sein kann, ist auch ein Thema dieses Buches. Und es lebt davon, dass es eben verschiedene Lebenswege, Lebensentwürfe, Liebesentwürfe auch miteinander konfrontiert. Und da geht es dann doch auch sehr stark über das Autobiografische hinaus und hat immer die Frage im Blick, was ist das eigentlich, ein Leben? Wie macht man das? Und wie schreibt man vor allem darüber? Und was tut man da, wenn man da schreibt? Und wie viel lügt man? Und muss man lügen? Und wie stellt sich vielleicht doch im Text eine Form von Wahrheit her, mit der man selber und die Biografierten dann auch leben können? Ja, Sie nehmen schon wieder eigentlich meine nächste Frage vorweg oder nächste Bemerkung. Es ist in der Tat so, ich habe es zumindest so gelesen, ein sehr vielschichtiger Roman, eben ein Roman über Vater-Sohn-Beziehung, über das Leben, über die Liebe. Es ist ein Roman über Neuanfänge, Abbrüche, Aufbrüche. Und gleichzeitig, zunächst habe ich gedacht, ja, es wird vielleicht ein Roman im Sinne Adornos gesprochen von einer erpressten Versöhnung. So ist es aber dann tatsächlich nicht. Es ist eigentlich ein Roman, der im Abschluss gleichzeitig einen neuen Horizont eröffnet. Und ja, letztendlich haben Sie es gesagt, Kanada steht auch für die Weite. Mir ist beim Lesen immer so gekommen, ja, das ist eigentlich ein Roman über die Nähe Ferne oder über die ferne Nähe und letztendlich auch ein Roman, wie Leben in Sprache auch umzusetzen ist. Und das ist eigentlich ganz, ganz wunderbar geglückt und muss es auch sagen, ich darf das jetzt hier etwas pathetisch oder vielleicht etwas emotionaler formulieren. Es ist auch wirklich ein sehr gefühlvoller Roman und mich hat es sehr, sehr angesprochen beim Lesen und auch jetzt bei dieser kurzen Begegnung via Distancing eigentlich nochmal eine weitere Ebene deutlich geworden. Also vielen Dank und ja, vielleicht noch zwei, drei Sätze zum Roman. Das Ganze wirkt für mich jetzt nicht eben verkopft, gelehrt, obwohl Sie über die Sprache und über die Wirkung von Sprache und über das Leben von Sprache und wie Sprache sich verändert, wie Leben sich in der Sprache auch verändert, reflektieren. Das ist erzählerisch sehr, sehr stark gemacht und einfach nicht verkopft. Es ist reflektiert und gleichzeitig auch tatsächlich, wenn ich sozusagen ein Lesegenuss ist es die falsche Ebene. Es geht wirklich sehr tief. Ein Freund von mir hat es kürzlich gelesen und hat mir dann geschrieben, ungefähr sinngemäß, du alter Knochen, ich wusste gar nicht, dass du zu so viel Gefühlen fähig bist. Und das hat mich natürlich dann doch sehr gefreut, weil es geht in diesem Roman schon auch darum, also nicht nur über die Liebe zu schreiben, sondern und die Verwandlung in Sprache von allem, wie Sie ganz richtig gesagt haben, das ist ein zentrales Thema, sondern auch um diese ganz emotionale Ebene, was passiert da und was passiert auch mit einem selbst, wenn man mit dem Tod und dem Sterben konfrontiert wird, des eigenen Vaters, den man wie immer wahrscheinlich viel zu wenig kennt. Ja, vielen Dank. Bis hierher. Fortsetzung folgt am 16. Mai im Literaturhaus So Corona Will und im Literaturhaus Heilbronn. Das Buch ist, ich habe es eingangs gesagt, erschienen bei Glättkotta, Die kanadische Nacht, 200 Seiten, 20 Euro, jedem zu empfehlen. Vielen Dank, Jörg Margenau. Vielen Dank, Herr Knittel, und hoffentlich auf bald. Auf bald.